Deshalb wird gefastet. Nach Karneval steht von Aschermittwoch bis Ostern das Fasten bevor. Aber warum wird überhaupt gefastet? Im Christentum wird in der Fasten- oder Passionszeit 40 Tage lang auf Genussmittel wie Alkohol, Süßigkeiten oder Nikotin verzichtet. Dieser Zeitraum soll an die Leidensgeschichte von Jesus bis zu seiner Kreuzigung erinnern. In dieser Zeit wollen sich Christen auf ihren Glauben konzentrieren, durch Enthaltsamkeit neu besinnen und die Nähe zu Gott suchen. Unter dem Fasten wird traditionell der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel oder eine verringerte Nahrungsaufnahme verstanden. Heutzutage ist die Fastenzeit für viele eine Zeit der Reflexion, in der der eigene Lebensstil überdacht wird. So gibt es die Aktion 7 Wochen ohne der evangelischen Kirche, die dieses Jahr unter dem Motto Leuchten, 7 Wochen ohne Verzagtheit steht. Neben dem religiösen Fasten soll das traditionelle Fasten Körper und Geist reinigen. Auch zur Gewichtsabnahme und Entspannung wird gefastet. Dieses Vorhaben sollte vorab aber mit einem Arzt besprochen werden.